Sadio Mané muss den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen. Man plant in München nicht mehr mit ihm. Genau das haben ihm die Bayern-Bosse in den vergangenen Tagen mitgeteilt. Aber warum muss er eigentlich die Münchner verlassen? Alle Gründe dafür und warum auch ein Abgang für Sadio Mané das Beste ist, hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, Sadio Mané, er gilt mittlerweile als Federnkauf, das muss man einfach leider so klar sagen. Und es wurde in den Tagen publik, der Kicker hat es berichtet, die Bilder hat es bestätigt, Fabrizio Romano hat es bestätigt. Alle haben eigentlich darüber gesprochen, er muss den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen. Genau das haben ihm die Bayern-Bossen mitgeteilt. Man plant nicht mehr mit ihm, man möchte ihm auch keine Steine in den Weg legen, er soll doch bitte den Verein verlassen. Man hat sogar extra die Wünsche bzw. die Ablöseforderungen nach unten geschraubt, um ihn eben attraktiver für einen anderen Club zu machen. Für gerade mal 20 Millionen Euro darf der 31-jährige Senegalese den Verein wieder verlassen. Aber wie kam es jetzt zu diesem Absturz des eigentlich gefeierten Superstar, Supertransfer, Megatransfer im letzten Sommer zu einem Flop, der jetzt nach nur einem Jahr wieder verkauft wird? Nein, das hat weniger was mit ihm zu tun. Man muss auf jeden Fall die ein oder andere Million einnehmen, um natürlich einen Transfer von Harry Kane zu stemmen. Das betrifft auch Sadio Mané, das macht natürlich einen Verkauf von ihm sehr, sehr attraktiv. Zudem ist man auf den Flügel eigentlich ziemlich gut besetzt. Musiala kann über die Flügel kommen, Mané kann aktuell noch über die Flügel kommen, Serge Gnabry, Kingsley Coman und letztendlich auch Leroy Sané, theoretisch sogar noch Mathis Tell, wenn er über die Flügel dann vielleicht mehr ins Sturmzentrum reinschießt. Da ist man also auch etwas überbesetzt, er auch beispielsweise noch theoretisch Alphonso Davies auf den Flügel ausweichen könnte und so ist auch kein Platz für Sadio Mané. Aber ein Hauptgrund ist natürlich die schlechte Trefferquote. Wenn man seine Statistiken vergleicht, da hat er fast ein Drittel der Scorerpunkte nur noch das zu seiner letzten Saison in der Premier League. Er kam in München eigentlich ziemlich gut rein, aber dann kam eben diese schwere Verletzung. Und seit er diese Verletzung hatte, da ist er nicht mehr derselbe. Denn er kam aus circa 3 Monaten Pause zurück, nachdem er einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten hatte. Und seitdem hat er gerade mal nur noch 3 Scorerpunkte, 2 Assists, 1 Tor erzielt. Und das eigentlich in der kompletten Rückrunde. Aber die Münchner Abendzeitung, die berichtete eben auch noch, ein sehr, sehr großer Anteil und vielleicht auch der Hauptgrund für den vorzeitigen Abschied aus München von Sadio Mané, diese Auseinandersetzung mit Leroy Sané in der Kabine gekostet hat. Denn nicht nur die Vereinsverantwortlichen waren unter Schock, nein, vor allem auch die Mitspieler. Sie waren auf der Seite von Leroy Sané und seither soll natürlich auch das Vertrauen in Mané geschwunden sein. Nach dieser Auseinandersetzung, da war er ja tatsächlich auch ein Spiel gesperrt, dann wurde er wieder in den Kader berufen, das war schon ein bisschen überraschend für alle und jetzt hat er sich zum Letzten auch in einem Interview geäußert, sagte, ja, sowas kann mal passieren, finde ich jetzt, dass das eigentlich nicht passieren kann, aber ja, das war ein Schlag ins Gesicht, wortwörtlich. Daher finde ich da ein Spiel Suspendierung fand ich sowieso eigentlich viel zu wenig. Aber das soll so der Hauptgrund sein, natürlich neben den ganzen vorher genannten finanziellen und auch sportlichen Aspekten. Wo er dann letztendlich hinwechselt, das kann man statt jetzt nicht sagen. Es gibt wohl einige Angebote aus Saudi-Arabien, aber eigentlich möchte er wohl wieder in die Premier League zurück. Bis dato ist da noch kein Club so richtig interessiert. Mal schauen, was wird. Eure Meinung zum ganzen Thema gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dann, Leute. Ciao.